Und ich komme hier mal mit einem weiteren Buch-Update. Ich war fleißig. Und zwar gibt es ja eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Und zwar die, wie komme ich eigentlich an verdrängte Bewusstseinsinhalte ran? Wie komme ich an meine Gefühle ran? So, wie bekomme ich Klarheit? Wie kriege ich Zugang zum Unterbewussten? Und ich bin ja eine große Verfechterin von organischen Methoden, das heißt, einen Raum zu schaffen, eine innere Haltung sich zu erarbeiten, sodass das Unterbewusstsein sich ganz von alleine öffnet. Also, dass man die Tür zum Unterbewusstsein eben nicht mit Gewalt aufbricht, mit irgendwelchen Techniken und Taktiken, sondern dass man ein Klima schafft, in dem sich das Unterbewusste selbst öffnet. So. Wo man plötzlich Zugang hat zu den Gefühlen, zu den Erinnerungen, zu den Bildern, zu allem, was man sich vorher immer gewünscht hat. Wie das funktioniert, ist natürlich, macht einen großen Teil des Buches aus, einfach weil das Thema so wichtig ist. Und das Ganze fasst dieser Satz hier zusammen, und zwar die Frage, was hilft ein Klima des Vertrauens, der Sicherheit und inneren Stärke zu erschaffen, dass sich die Seelentür ganz von alleine öffnet, ohne dass an ihr herumgehebelt oder sie gar aufgebrochen werden muss? Fragezeichen. Und dann gibt es eine lange Liste an Dingen, die ich dort aufzähle. Und ich würde die Frage gerne mal in die Runde stellen. Und zwar weiß ich, dass ja hier in meiner Community auch einige Menschen dabei sind, die Erfahrung mit Traumaheilung haben. Und ich gebe mal die Frage weiter. Was hat dir geholfen auf organische Art und Weise, also auf natürliche Art und Weise, ohne dass du irgendwie Substanzen eingenommen hast oder irgendwie extreme Techniken angewandt hast? Was hat dir geholfen, die Tür zu deinem Unterbewusstsein zu öffnen? Beziehungsweise, was hat geholfen, dass sich die Tür zu deinem Unterbewusstsein zu verdrängten Erinnerungen ganz alleine geöffnet hat? Teil das doch mal gerne mit mir.